Neuigkeiten. Ein italienischer Galerist will deine Bilder kaufen. Er findet sie ganz außergewöhnlich. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, er will sie ausstellen in Italien. Endlich eine eigene Ausstellung. Davon hast du doch immer geträumt. Wie kann ich dir nur dafür danken? Ich wusste da was. Schicke Hütte. Hallo. Hey. Ja, wer seid ihr? Wer ist die Tote? Was wisst ihr über sie? Sarah Liebermann. Sie lebt hier mit ihrem Mann. Den haben wir bereits informiert. Der ist unterwegs. Der war wohl geschäftlich über Nacht woanders. Wer hat sie gefunden? Die Putzfrau. Die ist draußen im Garten. Die braucht wohl ein bisschen frische Luft. Habt ihr irgendwelche Einbruchspuren gefunden? Bislang keine. Na ja, warten wir mal ab, was die Kollegen von der Spurensicherung nachher noch sagen. So wie es aussieht, hat hier ein Kampf stattgefunden. Ja. Das Opfer hat sich offenbar sehr stark gegen den Täter gewehrt. Das hat ihr aber nicht geholfen. Nein. Letztendlich waren die zahlreichen Stichverletzungen hier todesursächlich. Es gab intensivste Kampfhandlungen. Ihr seht es ja selber. Die ganzen Stichwunden, hier Hämatome. Sie hat sogar hier ins Messer gegriffen mit der Hand, um sich zu schützen. Und was ist das da? Tja, das sind Verbrennungen. Verbrennungen? Mhm. Ah. Hier, guck mal. Naja, so wie es aussieht, war sie gerade beim Kochen. Vielleicht hat der Täter sie dabei überrascht, da die Verbrennung. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Dann wäre es auch möglich, dass der Täter vielleicht was von dem heißen Wasser abbekommen hat. Todeszeitpunkt? Grob gesagt gestern Abend, so zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Oh. Wenn das mal nicht die Tatwaffe ist. Sicherheit. Frau Konczak ist jetzt vernehmungsfähig. Ah ja. Gut, danke. Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Ritter. Wann haben Sie die Leiche denn gefunden? Heute morgens um 10:30. Ich komme jeden Mittwoch hierher um die gleiche Uhrzeit. Und da habe ich Sie da liegen sehen. Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Nein. Alex, der Ehemann ist jetzt da. Alles klar. 5 Jahre habe ich hier für die Frau Liebermann gearbeitet. Die war, gerade die Frau Liebermann, die war immer so nett zu mir. Und Herr Liebermann? Herr Liebermann, das ist Frau Rietz von der Kripo. Danke. Mein Beileid. Ich kann es nicht glauben. Meine Frau noch im Haus? Ja. Die Kollegen werden auch noch einige Zeit brauchen. Wie ist meine Frau umgekommen? Ihre Frau wurde erstochen, Herr Liebermann. Ich weiß, es ist jetzt schwer, aber können Sie mir schon ein paar Fragen beantworten? Können wir das lieber hier draußen machen? Ich glaube, ich kann damit nicht reingehen. Ja, natürlich. Was soll ich denn jetzt mal ohne Sarah machen? Ich
glaube, Frau Liebermann wäre sehr unglücklich in ihrer Ehe. Ihr Mann war immer so herzlos. Er war richtig kalt immer zu ihr. Wie meinen Sie das? In all den Jahren habe ich kein liebes Wort von ihm gehört. Er hat sie nur rumkommandiert. Und Frau Liebermann war richtig traurig. Sie hat so geweint in letzter Zeit. Und hat mir anvertraut, dass sie über die Scheidung nachdenkt. Wann war denn das? So ungefähr vor 2 Monaten. Nächste Woche hätten wir Hochzeitstag gehabt. Hatte Ihre Frau denn irgendwelche Probleme? Oder ist irgendwas vorgefallen, was damit in Zusammenhang stehen könnte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wann haben Sie Ihre Frau denn das letzte Mal gesehen? Gestern Morgen. Ich hatte einen Geschäftstermin in Hamburg und bin gerade eben erst zurückgekommen. Wenn ich doch nur nicht gefahren wäre. Wahrscheinlich hat der Mörder das Haus beobachtet und nur darauf gewartet, dass ich weg bin. Wurde sie vergewaltigt? Nein, darauf gibt es keine Anzeichen. Das werde ich mir nie verzeihen. Herr Liebermann, machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie die Tat nicht hätten verhindern können. Ich weiß nur, dass Frau Liebermann ihren Anwalt anrufen wollte wegen der Scheidung. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Wissen Sie vielleicht, wie der Anwalt heißt? Nein. Gut, das wär's dann erstmal. Falls Sie noch Fragen haben sollten, melden wir uns bei Ihnen. Ja? Okay. Kümmerst du dich bitte um die Frau? Danke. So. Der Ehemann fährt jetzt erstmal zu einem Freund. Der ist völlig fertig. Echt? Ja, wieso? Ja, die Putzfrau meinte gerade, dass die beiden Eheprobleme hatten. Und dass Frau Liebermann sich scheiden lassen wollte. Aha. Die Bank hat endlich die Kontoauszüge rübergefaxt. Ja. Frau Liebermann war aber ganz schön vermögend im Gegensatz zu ihrem Ehemann. Guck mal. So eine Baufirma scheint wirklich nicht gut gelaufen zu sein. Die Konten sind ja alle im Minus. So lange hält er das nicht mehr durch. Nee. Hi. 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 Und? Haben die Kollegen Einbruchspuren am Haus gefunden? Leider nichts. Gut. Das spricht dafür, dass Frau Liebermann den Täter kannte. Wir haben gerade festgestellt, dass Frau Liebermann vermögend war. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Bei dem lief es nicht so rund. Ich weiß. Sie hatte die Kohle, nicht er. Die Kollegen haben das Testament der Toten im Haus gefunden. Liebermann erbt jetzt alles. Mehrere Häuser, mehrere wertvolle Kunstwerke. Und dann ist er noch ein Sparbuch mit 800.000. Ui, ist eine Menge Holz. Und ein gutes Motiv. Mhm. Seine Firma läuft schlecht, seine Frau will sich scheiden lassen. Mit dem Mord hat er 2 Probleme weniger am Hals. So sieht's aus. Ritter, guten Tag. Ah, schön, dass Sie zurückrufen, ja. Aber ihr vergesst, dass Liebermann eventuell ein Alibi haben könnte. Was noch nicht bestätigt wurde. Ja, genau deswegen rufen wir auch an. Wir hätten ja noch ein paar Fragen an Sie. Warum hat sich Frau Liebermann bei Ihnen gemeldet? Frau Liebermann wollte sich scheiden lassen. Sie hat sich auch von mir beraten lassen, wie sie ihr Vermögen für ihren Mann sichern kann. Das heißt, Frau Liebermann wollte ihr Testament ändern lassen? Richtig. Ein großer Teil des Vermögens sollte in eine Kunststiftung gehen. Frau Liebermann war nämlich eine sehr große Kunstliebhaberin. Und der andere Teil? Der Rest sollte einer Kinderkrebshilfe vermacht werden. Ich glaube, Sie haben uns sehr weitergeholfen. Danke. Gerne. Melden Sie sich, wenn ich noch was für Sie tun kann. Wiederhören. Wiederhören. Wenn sie das durchgezogen hätte, hätte Liebermann keinen Cent gesehen. Der ganze Keller ist voller Schimmel und das ist Ihre Schuld. Sie werden den Schaden bezahlen. Ich werde überhaupt nichts bezahlen. Sie sind der Bauchträger und haben gefuscht. Das Gutachten hier beweist das. Das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn, das ist Tatsache. Wenn Sie nicht zahlen, dann gehe ich vor Gericht. Schauen Sie sich die Scheiße hier doch mal an. Überall Schimmel. Hören Sie, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich habe momentan ganz andere Sorgen. Entschuldigung, kommen Sie doch erst mal runter, Kripo. Was ist denn los hier? Ich will den Herrn bloß zur Rechenschaft ziehen. Seit Monaten lebe ich mit meiner Familie in diesem Keller und diesem Haus voller Schimmel. Und dieser Fatzke... Ja, ist ja gut. Ich werde für die Kosten aufkommen. Das sind doch wieder nur leere Versprechungen. Ich denke mal, das können Sie auch ein anderes Mal klären, ja? Wenn ich Sie bitten dürfte? Ich lasse mich nicht länger von Ihnen verarschen. Ja. Sie hören von mir. Bitte. Herr Liebermann, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie.
Ja, kommen Sie mit mir ins Büro. Also, haben Sie schon was herausgefunden? Allerdings. Ihre Frau wollte sich scheiden lassen, wussten Sie das? Ja, es gab da einige Ungereimtheiten und Probleme, aber meine Frau hätte sich auch schon wieder beruhigt. Sie wollte ihr Testament aber auch ändern. Und zwar zu ihrem Nachteil. Was wollen Sie denn jetzt damit andeuten? Worum ging es denn bei Ihren Eheproblemen? Meine Frau war der Meinung, ich hätte sie vernachlässigt, weil ich habe im letzten Jahr wahnsinnig viel Zeit in die Firma gesteckt. Es läuft gerade nicht so gut und ich habe versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Oh, ja, dann kommt Ihnen das Erbe doch jetzt gerade recht, oder? Hören Sie mal, ich habe meine Frau nicht umgebracht. Ich war in Hamburg. Das kann aber niemand bestätigen. Sie haben zwar ein Hotelzimmer in Hamburg gebucht, aber die Rezeptionistin ist sich nicht sicher, dass Sie auch aufgetaucht sind. Hören Sie, der Geschäftstermin, der lief nicht besonders gut. Ich war frustriert und habe mich dann am Abend in der Hotelbar volllaufen lassen. Den ganzen Abend bis 2 Uhr morgens. Der Barkeeper kann sich mit Sicherheit erinnern. Das werden wir sehen.